Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia 2, Freunde. Wir stehen wahrscheinlich direkt vorm Endgegner, beziehungsweise vor dem Prinzen. Ja. Und eventuell auch vor DK, wobei den sehe ich nicht. Ich sehe nur den Prinzen und seinen blöden Butler. Okay, gut, dann gehen wir jetzt da einfach mal hin. Und mal schauen, was hier Sache ist. Jo. Ich fühle mich ja mal wieder sowas von willkommen. Oh. Ihr könnt für immer Abschied nehmen. Wie bitte? Ich habe euren Fluchtzauber blockiert. Ihr könnt mir nicht entkommen. Das ist fies. Was ist denn das? Ist das ein normaler Gegner? Willst du mich veräppeln? Weißt du nicht, wer ich bin? Na gut. Ach komm, die machen wir jetzt ganz normal. Ich habe jetzt keinen Bock, hier irgendwelche Magie oder Zorn-Attacken rauszuschleudern. Eventuell kommt danach noch was Richtiges. Soll ich mich mit hier ein paar Mumien hier jetzt ja, zu Tode bandagieren oder was? Nee, nee, nee. Ich glaube, die kriegen wir auch so hin. Ja, schaut euch an, wie einfach die ist. Und yay, auf mein Kapselmonsterchen ist auch mal Verlass. Sehr geil. Na klar, Feuer, Mumien, das burnt. Ja, okay. Fluchtzauber ist also deaktiviert. Das heißt, wir können nicht abhauen. Das heißt, wir dürfen später mit etwas Pech total rauslatschen. Das wäre langweilig. Aber naja, gut. Mal gucken, was jetzt passiert. Das war ja viel zu einfach. Das kann es nicht gewesen sein. Ihr könnt also kämpfen. Wie wär's dann mit diesen Monstern? Ach komm, schickst du mir jetzt eine Welle nach der anderen? Oh, drei. Aber die kenne ich nicht. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger. Da machen wir mal Wasserfontäne. Ob das gegen einen Troll hilft, ich weiß ja nicht. Mich stört auch, dass Maxim gerade vergiftet ist, aber das will ich eigentlich außerhalb des Kampfes machen. Genau, Magie, Magie. Ach komm, machen wir mal Funke auf alle. Und sie macht Glühball auf alle. Oh, ich soll vielleicht Seelan heilen, verdammt. Shit, 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 nicht, nee. Oh, warum bin ich so unkonzentriert? Ja, meine Stimme klingt vielleicht ein bisschen anders. Ich bin immer noch ein ganz klein bisschen erkältet, aber es geht im Grunde schon wieder. Und Tia ist erstarrt. Oh, oh. Leute, das sieht jetzt gar nicht mehr gut aus. Moment, jetzt muss ich was machen. Ach, okay. Konzentrieren. Wir brauchen... nein, das ist es nicht. Ah, wenn ich hier nur mal Ordnung hätte. Was hilft denn gegen Erstarrung? Das ist ja richtig fies, aber ich tendiere eher dazu, Selan zu, wiederzubeleben. Und das ging mit Sirup. Wo habe ich denn meine Sirups? Die können nicht so weit unten sein. Die müssen oben sein. Ich glaube, ich habe keine Sirups. Zitronentrank, Wasser. Doch, da. Heilsirup. Stellt... Ja, genau das brauche ich jetzt. Hoffentlich kommt Maxim noch dran, aber ja, das sollte er. Erstarrung ist echt fies in diesem Spiel. Da macht der Charakter überhaupt nichts mehr. Es ist dem Tode gleich. So, aber das schaffen wir. Als nächstes muss diese Erstarrung weg. Wie mache ich das? Mit welchem Item? Habe ich noch nie gemacht. Also, noch nie in diesem Ding. Schrei? Nein, das ist Verwirrung. Verdammt, habe ich denn dagegen gar nicht? Halt Lähmungen, die Magienadel, ja, da muss man erstmal drauf kommen. Gut, und ich würde sie gerne auch heilen. Hast du einen Heilzauber? Ja, dann mach mal bitte. Ich würde es noch ausreichen. Die Gegner sind nämlich immer zuerst dran, das ist echt fies. Ah, sehr schön. Jetzt können wir gleich wieder richtig angreifen hier. Ah, und unser Laiko räumt auf. Finde ich gut. So. Ein starker Zauber und wir sind wieder fast fit hier. Hau drauf. Tia, du könntest heilen. Okay, das sollte es dann gewesen sein. Dann sind wir auch gleich für die nächste Welle doch relativ gut dabei. Bam. Okay. Amüsant. Ihr könnt aber nicht gewinnen. Ich bin unschlagbar. Was machen wir, Maxim? Die Schlacht scheint nicht enden zu wollen. Verflixt. Was ist denn hier so lustig? Hä? DK, unser Held! Wer oder was bist du? Hast du dir diesen kindischen Trick ausgedacht? Genug jetzt! Ich will mir eure Beleidigung nicht mehr anhören müssen. Nehmt das!
Ich glaube, das ist DK so relativ egal. Oh, nicht schon wieder diese ätzenden Typen. Cooler Typ. Warum kommst du nicht selbst und kämpfst mit uns? Bist du solch eine Memme? Euch jetzt schon zu erledigen, wäre viel zu langweilig. Oh, immer diese Feiglinge, ey. Hey, Maxim, du bist schon hier? Du musst vorhin an mir vorbeigelaufen sein. Ja. Das war doch jetzt kein richtiger Kampf, oder? Ich bin auch topfit. Ich eigentlich auch. Alles in Ordnung? Mir geht es wunderbar, danke. Aber es ist meine Schuld, dass ihr so viel Ärger hattet. Du hast das für dein Land und dein Volk getan. Das hätte nicht jeder, getraut. Aber ich konnte nichts tun. Ja, das ist so typisch Prinz halt. Du musst noch ein wenig üben, dann wirst du ein guter Schwertkämpfer. DK, willst du mir die Schwertkunst beibringen? Ich glaube, so viel Leben hat er nicht. Selbstverständlich! Oh, wunderbar. Das erfüllt mich mit großer Freude. Sollen wir zurück in das Schloss? Ja, gehen wir. Das war's. Oh, Mann. Maxim, ich bringe den Prinz zurück ins Schloss. Wir hätten Idura niemals aufhalten lassen... laufen lassen dürfen. Er wird wiederkommen. Ja, ich werde mich später schon nur noch um ihn kümmern. Wir sollten im Schloss weiterreden. Sicher. Okay. Vielleicht ist er nicht so dumm, wie wir gedacht haben. Ja, vielleicht. Maxim? Was ist geschehen? Weißt du noch, wie man die Tür im nächsten Raum öffnet? Schiebe den Pfahl nach oben auf den Schalter. Ach ja, vielen Dank! Wie kann man sowas nur vergessen? Es war ein wenig vergesslich, was soll's? Er kümmert sich jetzt aber gut um Prinz Rocco. Stimmt, deshalb vertraut ihm der Prinz auch so sehr. Das ist beeindruckend. Auch du bist eine beeindruckende Person, Selan. Vielen Dank, Maxim. Bitteschön, lasst uns nach Rusalga gehen. Flirtet er da so richtig, obwohl Tia zuhört? Das macht man nicht. Erstmal Tia wegschieben, Junge. Ja, das war jetzt hieß. Ja, jetzt wo der Typi weg ist, geht jetzt vielleicht mein Fluchzauber wieder? Ach, und ich sollte jetzt vielleicht mich wirklich mal um das Gift kümmern. Was hilft nochmal gegen Gift? Ich glaube, ja, gegen Gift vielleicht. Da kommt man drauf, ja, doch. Warte mal, ich habe doch auch einen Zauber. Ich muss doch gar kein Item benutzen, oder? Nein, sie hat's nicht. Flucht, genau. Ja, geht auch wunderbar. War also nur eine temporäre Sperrung, die ich eh nicht benutzt hätte. Auf nach Rusalga, aber zunächst noch ein paar Ork-Krieger-Schnetzeln. Ach, schöner Wüsteneffekt, oder? Da hier im Hintergrund. Obwohl ich ja Wüsten überhaupt nicht mag, aber in dem Spiel sind sie mir Latte. Ist ja nur der Hintergrund. Final Fantasies sind Wüsten immer ganz, ganz schlimm. So. Ja, das lief doch recht gut. Hab eigentlich gedacht, dass da ein richtiger Boss kommt, aber na gut. Muss ja nicht immer der Fall sein. Ich hoffe, wir hatten in dem Dungeon alles. Ich hab so ein... Nein, ich glaube, eine Kiste haben wir nicht geholt. Wurde mir im Nachhinein erklärt, wie ich da rankomme, aber... Ach, mein Gott. Ist ja kein 100% dran, den lasse ich jetzt. Wird mir schon kein Bein abbrechen. Wir wollen weitermachen. Ach, und ich wollte mich doch mehr um das Kapselmonster kümmern. Was es denn gerade so essen möchte. Ich will endlich die dritte Stufe haben. Denn so langsam, aber sicher wäre es mal an der Zeit. Oh, ich hasse diese Gegner, ey. Die sind ja ganz schön langwierig. Liegt bestimmt an der Wüste. So. Dann mal schauen. Kapsel. Monster. Futter. Du möchtest Terrorball. Schlecht. Schlecht. Mann, du bist fast voll. Du kannst nicht irgendwas anderes fressen. Guck mal, ich hab noch so viel. Komm, ess eine Franziska. Ja, siehste, geht doch. Und jetzt hast du nämlich Bock auf die Lederkralle. Wo haben wir die denn? Ja, wahrscheinlich zwei da oben, oder? Nochmal da oben. Da haben wir viel. Also... Lederkralle? Hä? Ach, ich depp. Ich suche immer eine blinkende Lederkralle, dabei blinkt die doch nur da oben. Ich trottel. Da unten blinkt nix, da muss ich gucken, wo sie steht. Und die sind alphabetisch. Ach so, eine Lederkralle ist gar keine Waffe, das ist ein Schild, also muss es hier sein. Da ist es doch. Und es passiert, Leute. Schaut euch an.
Ui. Ist es nicht schick? Sieht aus wie so ein kleiner Gargoyle-Dämon. Aber jetzt will er auch anspruchsvollere Items. Einen Felshelm habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich würde sagen, weil wir noch so viele billige Items haben, könnten wir ja mal ein anderes Kapselmonster füttern. Was hätten wir denn da noch? Wir haben das jetzt schon auf Stufe 3 hier übrigens die Übersicht. Das sieht man auch, wie viele noch kommen werden. Die anderen sind natürlich noch auf 1. Aber ich bin kein Fan von den beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Sven ist Rasse Licht, Stamm Shaggy. Das ist so ein Heil... Ja, ein Heil-Kapselmonsterchen. Mag ich eigentlich nicht so. Ich warte lieber noch auf ein anderes, das ich dann hochpritsche. Also ein zweites Kapselmonster werden wir auf jeden Fall noch beginnen. So. Oh, Maxim, ich habe schon auf dich gewartet. Was ist denn hier los? Gartes war hier, während du im Labyrinth warst. Na super. Wie bitte? Gartes sprach nur mit dem König. Dieser erwartet dich jetzt. Nun, da werde ich mich gleich auf den Weg machen. Na super, ey. War das alles nur ein Ablenkungsmanöver, hä? Naja, mal schauen. Ich hoffe, ich laufe überhaupt richtig zum König. Ich habe schon wieder alles vergessen. Das sieht nicht gut aus. Ich gehe mal trinken. Gib mir was. Nein, okay. Ich habe keine Zeit dafür. Wo laufe ich denn hin? Wer bist denn du? Willkommen, willkommen. Wer bist denn du? Ach, du bist... Oh. Oh, Moment mal. Du hast diese Bälle. Na gut, aber jetzt werde ich sie wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Aber ich habe ja eh diese Bälle. Ach, da war ich schon mal. Nein, nein, nein. Hier will ich nicht hin. Wo ist der König? Wo ist euer King? Wo hat er sich versteckt? Er kann mir nicht entkommen. Wir werden mit ihm reden. Wenn es noch ewig dauert. Nein, ich glaube, ich bin richtig. Maxim, schön, dass du da bist. Mein König, darf ich fragen, was du mit Gardes besprochen hast? Sicher, es war eigentlich kein Gespräch, eher eine eindeutige Warnung. Was hat Gardes gesagt? Eine Zeit voller Angst und Schrecken beginnt. Er wird die Hobo-Insel im Meer versenken als Anfang. Was? Die Hobo-Insel versenken? Auf der Insel liegt doch Pandoria! Er sagt, er wolle auch das Königreich Rusalga dem Erdboden gleich machen. Was will er denn nicht gleich machen? Oh nein! Doch was verlangt er von dir, mein König? Nichts. Rein gar nichts. Das verstehe ich nicht. Er wollte nichts. Das ist keine Erpressung. Es ist eine Warnung. Er zerstört einfach nur so, ohne Grund. Das ist die ganze Story, Maxim. Du begleitest mich doch, oder? Schon, aber... Aber was? Aber ohne Tia und Selan. Höre ich richtig? Pandoria ist in Gefahr. Ich kämpfe an deiner Seite. Danke, doch meine Antwort ist nein, diesmal nicht. Aber du weißt doch, wie gut ich im Kampf bin. Versteh doch, Selan. Der Kampf wird kein Kinderspiel und Maxim weiß das. Jetzt hörst du mir mal zu. Kampf? Kampf? Gefahr? Na prima. Wir kämpfen doch für ein gemeinsames Ziel. Tut mir leid, es geht nicht. Außerdem gibt es andere Dinge für dich zu tun. Zum Beispiel? Geh zurück nach Pandoria und erzähle allen, was sich zugetragen hat. Bring sie in Sicherheit. Ah. Bitte, nur dir werden die Leute glauben. Okay, aber es ist das erste und letzte Mal, dass ich Klein beigebe. Du verstehst das doch auch, oder? Sie hat die ganze Zeit noch nichts gesagt, hör zu. Überhaupt nicht. Ich werde mit dir gehen, egal wie groß die Gefahr sein mag. Tia. Na gut, ich war etwas stur. Wo? Doch versprich mir, dass du lebendig zurückkehrst. Ich warte. Versprochen. Selan, pass gut auf Tia auf. Na klar. Dann sind wir uns ja einig. Ich wollte dir meine Schwertkünste zeigen. Doch das Schicksal ruft. Du erzählst allen, wie stark du bist. Doch jetzt rennst du einfach davon. Wenn du so stark bist, wie du erzählst, dann wird der Sieg dein sein. Das Duell kann warten. Okay, ich werde dich nicht enttäuschen. Was? Ziemlich düster. Geil! Hey, hi Maxim. Schön, dich wiederzusehen. Zeit, dass ich wieder dabei bin. Mit deiner Schwester ist alles in Ordnung? Ja, sie liegt zwar noch im Bett, doch es geht ihr viel besser. Sie hat wieder einen Mordsappetit. Es wird Zeit, mal wieder ein paar Gegner das Fürchen zu lernen. Allerdings. Hat dich die Abenteuerlust zurückgetrieben? Nicht ganz. Ein Brief des Königs. Er braucht meine Hilfe. Ich kam so schnell, wie ich konnte.
Ich wusste nichts von einem Brief. Maxim, wer ist das? Das ist Guy. Wir kämpften Seite an Seite. Er musste zurückkehren, da seine Schwester sehr krank war. Ich verstehe. Okay, erstmal Bodycheck oder was. Verein, mein Name ist DK. Schön, jemanden zu treffen, der mit dem Schwert umgehen kann. Ich bin Guy. Das war ziemlich knapp. Wir hätten leicht ein paar Schrammen abbekommen können. Nur keine Panik. Herzlich willkommen bei uns, Guy. Es ist toll, dass ich wieder mitmischen kann. Gardas hält sich im Turm im Osten auf. Ohne eure Hilfe ist er nicht zu bezwingen. Ich wusste schon immer, dass es einmal zum Kampf mit Gardas kommen würde. Ich bin bestens gerüstet. Guy, DK, jetzt geht's los. Also Maxim, dann mal ran an den Feind. So sei es. Wir werden Gardas das Fürchen lernen. Auf geht's. Richtig so. Gemeinsam werden wir es schaffen. Genau das will ich hören. Genug geredet. Wir lassen jetzt Taten sprechen. Tapfere Krieger, wie aufregend. Mein Herz erzittert. Selan, ich habe Maxim noch nicht aufgegeben. Wie? Ich... Wir sollten uns auf den Weg nach Pandoria machen. Ja, du hast recht. Also, auf nach Pandoria. Bitte, Maxim, sei sehr, sehr vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Sei du es auch, Tia. Versprochen. Okay. Auf jetzt. Guy und TK schließen sich an. Ja, eine reine Männergruppe jetzt. Haben die Mädels einfach abserviert. Wir werden jetzt zu dritt Spaß haben. Nein, natürlich nicht. Wir werden uns benehmen und, ja, Gardas in den Arsch treten. Das wäre doch eine Option. Wo ist denn Gardas jetzt überhaupt? Wo soll ich denn hin? Ah, ich könnte eigentlich auch mal gucken, ob ich für DK was kaufen könnte. Der ist ja jetzt ganz neu dabei. Und, naja, Guy ist ja theoretisch auch neu dabei. Mal gucken. Ja, das Eisenschwert. Das wäre doch was für dich. Okay, und hier hätten wir auch deutlich besseres Zeug. 195, der Steinpanzer für DK. Und den Leinenpanzer für Guy hätten wir hier. So, dann hätten wir hier einen Sturzhelm. Und, wollte ich das hier? Nee, ich glaube, also nicht für den Held zumindest, aber natürlich für Guy. So. Oh, und die Schilde natürlich noch. Moment. Nein, ich will sie einzeln kaufen, weil... Hä? Ich habe kein Geld! Scheiße. Okay, dann gibt's heute keine Schilde. Dann müsst ihr ohne auskommen. Gut, ich würde sagen, wir suchen jetzt den nächsten Dungeon auf. Ich glaube, ich war ja versehentlich schon mal in einem Turm. Ob es da weitergeht? Ich werde jetzt nicht zurück nach Pandoria müssen. Das macht ja schon Selan. Ja, Männers. Ja, das sind jetzt halt reine Nahkämpfer, ne? Jetzt haben wir so gut wie überhaupt keine Magie am Start. Ah, mein Gott. Wird schon klappen. So, wo muss ich denn hin? Na, hier bin ich falsch. Wo war das Türmchen? Oh, meine Lichtbringer. Hey. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt eine reine Männergruppe habe, sollte ich mir vielleicht mehr Items kaufen. Heil-Items vor allem. Oh ja, das muss ich noch machen. Sorry, Leute. Dass ich da nicht früher dran gedacht habe. Okay, jetzt von der Sicht aus sieht Laiko eher aus wie ein, ja, wie ein Hund halt. Wie ein komischen Kringelschwänzchen. Eine Eisenrüstung oder was soll das sein? Na egal. Er muss ja wissen, was ihm steht. Also schnell nochmal ins Häuschen. Ins Häuschen, ja. Großes Häuschen. Wo gab's denn hier die Items? Aber ich finde die jetzt schnell. Ich will eigentlich weiterkommen. Ja, was machen wir denn da? Nee, da war's nicht. Aber ich weiß, dass es hier irgendwo Items gab. Och, Menno, jetzt muss ich wieder alles absuchen hier in dem doofen Kaff. Ich kann ja schon mal eine kleine Mini-Ankündigung machen. Im nächsten Part wird ein bisschen was anders ablaufen. Ja. Da wird irgendwas anderes passieren im nächsten Part. Mehr verrate ich nicht. Manche können sich vielleicht denken, andere wiederum nicht. Sie dürfen gespannt sein. Auf jeden Fall, was im nächsten Part anders sein wird, wird im übernächsten dann wieder ganz normal sein. Aber mehr verrate ich nicht. Kleine Spezialsache. So. Shop. Nee. Was bin ich hier wieder hier? Mensch, ich bin so blöd. Ich weiß, dass es hier einen Itemladen gab. Jetzt mach mich nicht kirre. Aber... Da.
Nee, Quatsch, da unten. Da. Mann! Blöde Treppen hier aber auch. Da hatten sich diese Architektur ausgedacht. Ne, der hat nix. Okay, dann gehe ich weiter runter. Da war ja einer, aber der hat doch nur so Blödsinn gehabt, oder? Nö, der hat alles Mögliche gehabt. Sehr gut. Dann nehmen wir uns. Moment mal, ich würde gern wissen. Füllt KP teilweise auf. Füllt KP auf. Okay, aber das ist teurer, also wird das auch besser sein. Wir haben aber schon 20 davon. Das ist ja... Oh, warte mal. Wenn wir schon 20 haben, was ist mit... Shit, wir können uns hier keinen Sirup kaufen. Das wäre mir eigentlich wichtiger. Na gut, ist egal. Ich kaufe jetzt trotzdem so viel wie geht von dem Zeug. Das ist einfach wichtig, wenn wir keinen Heiler haben. Weil wenn das mitten im Dungeon ausgeht, muss nicht sein. So, jetzt haben wir sowieso kein Geld mehr. Jetzt heißt es Abmarsch. Ach Mensch. So, wir werden uns natürlich noch ein bisschen uns die Skills von DK angucken. Aber erstmal suchen wir den Turm. Ja, das müsste ja eigentlich sein. Der Ahnenturm. Darf ich hier jetzt rein? Ein Mann landete auf dem Turm. Kann es Gardes gewesen sein? Perfekt. Hier geht's jetzt weiter. Schiebe die Säule an eine Wand und es öffnet sich ein Weg wie von Geisterhand. An welche Wand? Vielleicht an die, weil hier der Teppich so komisch, ja, weitergehen könnte. Ich gucke mich erstmal hier um. Okay, hier geht eine Etage hoch. Ich werde es wie immer machen. Etage für Etage. Weil, hat ja auch was mit den Gegnern zu tun. Jetzt erstmal hier rüber. Ich probiere es jetzt einfach mal dahin zu schieben. Ja, funktioniert sogar. Ah ja, und man sieht es auch ein bisschen. Da geht's weiter. Ha, perfekt. Eine versteckte Tür. Was haben wir hier? Gegner. Neue Gegner. Okay. Na gut, dann machen wir dich halt, komischer Kürbis. Ach, du hättest zu Halloween gut gepasst, aber das ist ja schon vorbei. Och komm, ey. Was bist du wieder für ein Depp? So, geht doch. Kleiner Kürbis. So, wir gucken uns mal an, ob unsere Herren was Neues haben. Durch die ganzen Sachen hier. Panzer, gut, das kann ich mir denken, was das ist. Das lassen wir mal. Hier ist jetzt nichts, was ich ausprobieren möchte, außer den Schleicher, aber wir haben ja noch gar nicht genug ZP. DK auch nicht. Er hat die Vitaminpille. Ah, eine Heilung, sehr schön. Und den Aura-Schutz. Erhöht die Magieabwehr. Alles klar. Ja gut, hau drauf. Wäre jetzt natürlich fies, wenn die Gegner Magie anfällig wären, aber nein. So fair sind die Entwickler normalerweise. Killerkürbis. Okay. Ja, ich... Das ist natürlich mies, dass wir jetzt keinen Heiler haben. Außer halt so ein bisschen DK, aber naja. Da muss erstmal der Zorn weit oben sein. Ist natürlich auch unnötig, dass DK in der hinteren Reihe steht. Und ja, mir ist aufgefallen, dass Gegner auch vordere und hintere Reihe haben. Sieht man hier ja auch schön. Ah, naja, das ändert da. Trotzdem ändere ich da meine Taktik jetzt nicht einfach drauf los hier. Ach, Laiko. Ja, Taiko ist nicht das beste Monster, weil gerade in späteren, langwierigen Kämpfen ist er halt typisch dafür, dass er abhaut. Wir haben ein Kürbisjuwel bekommen. Das möchte ich mir mal angucken, beziehungsweise ausrüsten. Die Karte hat bestimmt noch nichts. Genau. Oh ja, ich könnte ihm auch den Zombie-Ring geben. Und den Kürbisring. Perfekt. Geht die Verteidigung ein bisschen hoch. Und hat bestimmt auch interessante Zahnattacken. Noch neue Gegner, okay. Okay, die fangen gleich mal mit dem Sandsturm hier an. Nette Begrüßung. Oh, okay. Zum Glück haben wir relativ viel TP. Aber Guy wird es trotzdem gleich in die Knie zwängen, wenn das jetzt alle machen. Oh, Laiko ist tot. Hallo, lasst mich in Ruhe. Was geht denn hier? Ja, es war halt ein Angriff von hinten. Ja. Aber, hier sehen wir den Kürbisjuwel. Da haben wir den Schädelhieb bekommen. Beim Zombie-Ring haben wir Fokus. Ich kann leider meine Vitaminpille noch nicht benutzen. Okay, dann... Hast du nicht auch sowas gehabt? Elixier. Befreit alle... Achso, aus der Bewegungslosigkeit. Mist, das heilt ja gar nicht. Was hast denn du Neues? Eigentlich hat er nichts Neues. Schleicher. Reduziert die Schnelligkeit aller Gegner. Ist jetzt auch eigentlich uninteressant. Na gut, dann muss ich mich heilen. Item. Heiltrank. Heiltrank? Heiltrank? Oh, wo sind dann die jetzt? Da unten, ey. Ich muss das echt mal ordnen. So. Und unser Held greift mal an. Mal gucken, ob die gut Schaden bekommen. Ja, das geht.
Nein, lass meinen Guy leben. Der muss sich noch heilen. Oh, ein Glück. Das war knapp. Gucken, wie viel es aufheilt. 100, ja, das ist nicht viel für einen Guy. Könnte ich gleich zwei Heiltränke schlucken. Oh Mann, das wird eine Schluckerei hier. Egal, ich will die jetzt erstmal töten. Und heile mich besser außerhalb des Kampfes. Oh nö! Dann sind es auch noch so Verstärkungstypis. Ungemütlich. Ach ja, da muss man durch. Komm, der hat nicht mal viel und der andere stirbt dann auch. Jawohl, Maxim schwächelt ein bisschen, aber vielleicht liegt das auch daran, dass er in der hinteren Reihe sitzt, steht, kämpft. Ach, whatever. So, ging doch nochmal gut. Und jetzt heilen. Tasche. So, ich werde das jetzt sortieren, jetzt reicht's. Das nervt mich absolut, dass ich da rumfuchteln muss. Ich mache jetzt den Heiltrank an erster Stelle. Und an zweiter Stelle mache ich das Heilsirup, weil das wieder belebt. Dann werde ich... Der Rest ist in Ordnung. Warte mal, was ist ein Lebenssaft überhaupt? Vollständig, okay. Ja, das sollte man sich aufheben. Was war denn das andere, was gegen Lähmung hilft? Ach, ich weiß jetzt schon wieder nicht. Aber davon hatte ich auch nicht viel. Halt Vergiftungen. Hab ich... Das muss ich doch noch haben hier. Ne, irgendwie ist es gerade nicht in meiner Sicht Range. Ach egal, dann lass es. Wenigstens das Wichtigste ist geordnet. Hi, du Bulle. Verdammt, ich wollte mich doch heilen. Ich bin so blöd. Na gut, macht nichts. Ich glaube, Guy kann... Ah, der kann seinen Heilzauber benutzen, immerhin. Toro! Ne, Quatsch, das war ja DK, der das hat. Oh, bin ich blöd. Bei ihm reicht das bestimmt noch nicht, deswegen... Nach oben. Heiltrank. Immer gehe ich zuerst auf die Magie, das ist ja furchtbar, ey. Kann ich mir das mal merken? Nein, lass doch meinen Guy in Ruhe. Nein. Oh, ich mach's aber auch spannend. Maxim sieht auch nicht gut aus. Hoffentlich stirbt wenigstens einer von den Bullen. Ja, guter Laiko. Braver Laiko, sehr gut. Das könnte meine Rettung gewesen sein. Dass wir hier nicht sterben. Sehr gut. Und jetzt hau drauf hier, der hat nicht viel. Ja, auf den darfst du drauf glauben, das ist dem egal. Sehr gut. Perfekto. Und die Tür geht auf. Yay. So, jetzt aber endgültig heilen. Mann, oh Mann, oh Mann, ich krüppel hier fast rum. Ich hoffe, die Items reichen, sonst muss ich während des Dungeons nochmal rausgehen. Das wäre natürlich nicht so... Ja, nicht so nice. So. Okay. Kapselmonsterchen, hast du Hunger? Irgendwas, was ich gerade habe? Ich bin satt. Was soll das heißen? Wieso ist er satt? Laiko! Bös! Ganz bös! Du hast zu fressen! Wieso ist er satt? Der muss sich doch weiterentwickeln. Jetzt bin ich verwirrt. Na gut, weiter. Jo. Einfach drauf. Ich sehe schon, da bahnt sich das nächste Rätselchen an. Das werden wir noch machen. Und dann war's das für heute. Komm, hau drauf. Ach, die sind so schön angenehm. Okay, gucken wir uns mal um. Was soll das? Okay, hier ist eine Tür. Die sollen sie nicht ohne Grund da. So viel ist sicher. Hier ist aber auch kein Rätseltext. Ich gucke mir mal an, ob das da, ob die was verstecken da. Ist da was drin oder? Aha. Ah, da ist ein Schalterchen. Na gut, das ist jetzt aber ein billiges Rätsel. Ist das jetzt offen oder nicht? Ja, da ist ein Schalter. Hä? Okay, es ist doch kein billiges Rätsel, weil wenn ich drauf gehe, geht die Tür anscheinend auf. Aber wenn ich eine Statue draufstelle, bleibt sie zu. Warte mal. Moment mal. Ist da vielleicht noch irgendwo was versteckt? Nein. Hä? Das ist... merkwürdig. Weil ihr hört es ja am Geräusch. Da geht definitiv was auf. Aber warum reagiert das nicht, wenn ich sowas draufstelle? Huh. Okay, das finde ich jetzt mysteriös. Das kann ich jetzt im Moment... mir nicht erklären, was ich da machen soll. Bob drauflegen oder so, wird ja auch nichts bringen. Ja. Ah, ich weiß es.
Es muss eine lebende Person sein. Das schließt einen Gegner wohl mit ein. Ah, verdammt. Jetzt ist der Gegner nicht mehr da. Okay, alles klar. Alles klar. Wenn ich den Ursprung mache, ist dann der Gegner wieder da? Wir werden da wohl einen Gegner hineinlocken müssen, quasi. Ah, Ursprung will ich machen. Hallo. So. Schauen, ob er wieder da ist. Ja, er ist wieder da. Und er bewegt sich auch so, wie soll ich sagen, symmetrisch fast. Naja, nicht immer, aber egal. Nein, 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 nein. Okay, wir müssen fliehen. Wir fliehen, Laiko. Mach einmal das, was ich dir sage. Okay, jetzt kriegen wir halt erst was auf die Mütze. Beziehungsweise auf den Schädel. So. Nein, nein, du musst da rein. Wie mache ich das jetzt ohne das? Warte mal, ich gehe mal darüber. Ja, und jetzt so. Und jetzt... Jetzt werde ich dich einsperren, mein Freund. Wunderbar. Kürbis in der Falle. Tür ist offen. Wir spitzeln noch ganz kurz rein. Ist hier nochmal ein Rätsel? Na, das sieht eigentlich... Oh. Okay. Ihr seid aber auch fies heute. Okay. Wie komme ich daran? Ich werde wahrscheinlich irgendwie das zur Hilfe nehmen müssen. Vielleicht dürfen mich die Stacheln nicht sehen oder so. Versuchen wir es mal. Total inkognito hier. Ja, ich bin nicht da. Nee. So sehen sie mich. So. Und jetzt drüber schieben. Nee, geht aber gar nicht. Verdammt. Nee, so geht's nicht. Das würde ich schon noch gerne lösen. Irgendwie. Also man kann es nicht auf diese Stacheln draufschieben. Gut, aber ich kann sie nicht wirklich verarschen. Vielleicht von der anderen Seite, aber warum? Na gut, aber die haben nicht umsonst hier hinten so eine Ausbuchtung gemacht. Das Ding muss man garantiert hier, warum auch immer, in die Ecke bringen. Aber irgendwie bringt es mir ja nichts, ne? Was bringt mir das jetzt? Nichts. Hm. Ja, wenn ich es jetzt da reinschiebe, kriege ich es nicht mehr raus. Das kann es nicht sein. Nee, 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 nee. Irgendwo hier irgendwas machbar sein. Moment. Wie könnte das gehen? Also jetzt bin ich ein bisschen... Ich hab's. Einen Moment, ich hab die glänzende Idee, Freunde. So. Denn wir haben ja einen Enderhaken. Das muss hoffentlich gehen. Perfekt. Gut, Freunde, ich würde sagen... Nein, dich mache ich nicht mehr. Ich bleibe einfach hier immer stehen. So. Halten wir also fest, wir haben ganz am Anfang des Dungeons in der rechten Tür noch eine Treppe, die wir überhaupt nicht uns angeguckt haben. Und wir haben hier eine Treppe, die weiter nach oben führt. Ja. Wie das weitergeht und ob wir Gardes in den Arsch treten dürfen, das erfahrt ihr das nächste Mal bei Let's Play Lufia 2.